Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 35 von Old Gillies Reisen. Die neue Saison geht heute los, aber wir stechen nicht sofort in große See, sondern wir fahren noch die Weser ein kleines Stück stromabwärts bis an die Lesum und dort haben wir noch einen Servicetermin. Da wird das Boot aus dem Wasser gehoben, Dampfstrahl gereinigt, der Unterboden und es gibt sogenanntes Anti-Fouling, was aufgetragen wird und eventuell noch die Anoden erneuert. Und wenn das Ganze Ende nächster Woche dann hoffentlich, fingers crossed, alles gut verlaufen ist, dann geht's echt los. Wir nehmen euch heute mal wieder mit auf die kurze Reise und zeigen euch, wenn alles gut geht, auch noch ein bisschen was von den Reinigungsarbeiten. Aber jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Wir fahren hier gerade aus dem Wildsee raus und gleich geht's auf die Weser. Hooray! Aha! Ja, unten in der Mitte sieht man den Wildsee und unseren Winterliegeplatz und wir fahren stromabwärts Richtung Zentrum Bremen. Müssen durch die Himmelinger Schleuse vorbei am Zentrum und dem Industriegebiet. Und dann geht es auf den Fluss Lesum. Kannst du gleich noch mal eben zur Sicherheit kontrollieren, wenn du damit fertig bist, unten, ob wir auf neutral geschaltet haben. Ja. Aber ich glaube das. Oh, da ist gerade ein Potter gerade vorbeigekommen. Da könntest du noch mal eben, bevor das soweit ist, noch mal eben nach vorne gehen und gucken am Bug, ob die Ausfahrt frei ist. Lass das einfach da liegen. Hupen nicht vergessen. Ja, du darfst aber keinen Schrecken kriegen. Ich muss ja mal gucken, wo war denn noch die Hupe? Da irgendwo, da. Ja. Gehen tut sie schon mal. Dann guck mal eben nach dem Neutralschalter. You said, let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out. Some words that I just wanna hear say, to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way, yes I'm on my way. Passt nicht über den kleinen Ball, da ist das Seil irgendwie zu rau oder zu aufgebaut. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das nur, weil es jetzt Winter war oder ob der immer zu rau ist. Muss man mal ausprobieren. Jetzt hast du erstmal so festgemacht. Ja. Mit diesem Schlag und nochmal eine Sicherung dazu. Nur den Schlag erstmal. Oh. Ich muss ja gleich wieder bei eventuell. Okay. Solange er ja nicht verloren geht. Mein Tritt habe ich auch irgendwo gesehen. Ja, der ist unten, wenn man runter geht, in dem Schab. Gut. Weißt du, wo ich unten den Dings gebaut habe, da ist es safe. Da kann man so ähnlich wie das bei Kanal River, das war, da hast du die ganze Karte und dann kannst du da, gibt es
rote Felder, wo Stoppelsche ist, dann klickst du drauf und dann siehst du was oder wo von dann bis dann und so weiter. Aber wenn das der Fall wäre, dann müssen wir halt die große Schleuse nutzen. Wenn der doppelrot ist, dann müssen wir uns anmelden. Mal eben gucken, Schleuse. Da ist eine Telefonnummer, da würde ich mich notfalls dann lieber mit der Telefonnummer anmelden. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my way. Da sind zwei rote übereinander. Das heißt, geht nicht allein. Das könnte ich vermuten. Also ruf mal den Schleusenwärter eben an. Ich sag dir die Nummer an. Da geht es zwei rot für die rechte Schleuse. Das weiß ich nicht. Mach mal eben. 0421 83. Machen wir das mal hier. Telefon und dann? Und Tastatur. 0421. 83. 044. 044. 28. 28. Sportboot Old Gully, wir fahren zu Tal. Genau, wir wählen. Ja, guten Tag, hier ist Sportboot Old Gilly. Wir wollen durch die Schleuse zu Tal, durch die Sportbootschleuse kommen wir da rein, weil da zwei rote Lichter sind. Ja? 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 Okay, das ist nett. Dankeschön. Weiß Bescheid. Jo, tschüss. Also es kommt einer hoch, wir müssen links anlegen an die Spundwand. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. Bei der dritten, die jetzt kommt, und ich bei der zweiten. Mal gucken. Poller. Also, dass das da unter den Pollern ist, jeweils auch immer noch ein kleiner. Und dass du den da vorne jetzt nimmst und ich nehme den, den du jetzt vor deiner Nase hast. Das ist meiner. Gut. Nee, das wird nichts. Das heißt doch, hier habe ich was. Bisschen nach vorne möchtest du? Ja, gut. Aber weiter geht nicht. Am Nachmittag sind wir dann an unserem Ziel, der Werft an dem Fluss Lesum, angekommen. Zwei Tage später werden wir rausgeslippt. Das zeigen wir euch natürlich ein bisschen.
da die Lesum tidenabhängig ist und es ist gerade hoch auflaufendes Wasser, kurz vor Hochwasser, müssen wir einmal Kehrtwende fahren, bevor wir in den relativ schmalen Eingang reinfahren können. Marlene macht das Tauwerk klar und setzt noch den vorderen Ball von Steuerbord nach Backbord, denn wir müssen an der Backbordseite anlegen. Strömung jetzt gegen uns und hier geht's rein. Ein Dalben links, ein Dalben rechts. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Strömung von rechts kommt. Und da hilft uns Gott sei Dank einer vom Werftpersonal und gibt uns so ein bisschen Zeichen. Wir sind ganz schön schnell und er sagt, langsamer fahren. Aber wie sagt Louis Strenker, uns gut kommen. Gö. Wir bekommen die Anweisung, alle Fender hochzulegen und verlassen dann das Schiff. Die Verantwortung geht über auf die Werft. Da liegt sie nun und wartet auf den Slip. Nicht, was ihr denkt. Hier nochmal als kleine Landansicht unsere Ansteuerung mit der Strömung von Steuerbord. Jetzt sieht man, wie er rüberdrückt. Hier kommt nun der Moment, wo die Old Gilly nicht mehr frei schwimmt, sondern von der, von dem Slipwagen hochgedrückt wird. Oh, das sieht ganz schön wackelig aus. Aber die Leute wissen, was sie tun und wir haben volles Vertrauen. Da ist die Old Lady nun in voller Pracht, aber ein bisschen dreckigen Hintern hat sie ja, oder? Hier kann man schön die Ruderanlage und den Propeller sehen. Nochmal der Blickwinkel vom Boot aus, das ist ganz schön eng und das Personal ist unheimlich professionell hier unterwegs. Jetzt wird erstmal der Popo geputzt. Ha! Dampfstrahl. Welch Wunder. Thank you.
So, jetzt sind die Anoden dran zum Tauschen. Man sieht, das sind alte Zinkanoden, die sind ziemlich runtergewirtschaftet. Und das sind neue Aluminiumanoden, die sind besser geeignet für Brackgewässer und Inland Waterways. Und deswegen tauschen wir die jetzt aus. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns für heute. In der nächsten Folge 36 geht's dann wirklich los Richtung Berlin und Mecklenburgische Seenplatte. Danke für eure Aufmerksamkeit auch heute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wer auch Interesse an England hat und unseren anderen YouTube-Channel noch nicht kennt, schaut hier doch auch mal rein. Wir würden uns freuen.